Keramik ist ein unglaublich vielseitiges Baumaterial, mit dem Sie für die Ewigkeit bauen können. Wir von Agro Buchtal sind ja Spezialist in Keramik. Neben Wandfliesen bieten wir auch Bodenfliesen in unterschiedlichen Drittsicherheitsklassen an. Und wir stehen für keramische Fassadensysteme. In Gesprächen mit Architekten und anderen Kunden stellen wir immer wieder fest, dass das Thema Fertigung von Keramik auf großes Interesse stößt. Und deswegen haben wir uns für die diesjährige Bau eben dazu entschlossen, den Bereich Keramik als Rohstoff für die Architektur einen eigenen Bereich zu widmen. Dieser Bereich wurde inszeniert von Hadi Terani Design AG. Agro Buchtal ist auf uns zugekommen und hat uns gebeten, das Thema Keramik einmal für Architekten zu visualisieren und aufzubereiten. Einmal zu zeigen, wo kommt Keramik her, was ist das für ein Rohstoff und was für Verfahren gibt es eigentlich, mit denen Keramik eine Form bekommt und auch eine Oberfläche, sodass Architekten inspiriert sein sollen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Material auseinanderzusetzen. Und so kam es eben zu diesem Tisch, der eigentlich ein bisschen ist wie ein Labortisch und sieht die ganzen Zutaten und aber auch die Formgebungsmöglichkeiten, Verfahren des Strangpressens oder Glasuren, Texturen, Drucke, die auf den Platten möglich sind. Soll anregen, Vielfalt präsentieren und ja auch das Thema Keramik wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Dieser Baum steht für diese Veredelung, die es gibt, eine HT-Veredelung, die Sauerstoff produziert. Also man kann dann sozusagen so ein Haus mit Fassadenkeramik ist so aktiv wie so ein kleiner Laubwald, sagt man. Hier gibt es die eher Texturen, Strukturen, die so an die Natur auch erinnern. Metalloberflächen, Holzoberflächen, die dann die Vorteile der Keramik haben, also sehr resistent sind. Keramik kennen wir ja sonst aus dem Innenbereich und gerade was wasserabweisend ist, was eine gewisse Härte hat, dass, wenn man das jetzt geschickt in eine Fassade bringt, ist das ein tolles, neues, innovatives Material. Gerade mit dieser Beschichtung, wo Umweltschmutz und all die Dinge, die Keramik abweisend ist, und dann ist der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Ein sehr wesentlicher Bestandteil des Agro Buchtal Produktsortiments sind keramische Fassadensysteme. In Deutschland sind wir dafür gar nicht so bekannt. International haben wir schon eine ganz große Vielzahl von Projekten realisiert. Uns ist es wichtig, dass wir da auch als Systemanbieter verstanden werden. Sie bekommen bei uns nicht nur die reine Keramik, sondern das komplette System inklusive der Unterkonstruktion. Wir haben da für alle möglichen Bauarten die unterschiedlichsten Systeme. Gleichzeitig, wir sprechen gerne von Vielfalt mit Systemen. Damit meinen wir, dass Sie zwar aus einem Standardsortiment auswählen können, aber wir können für jede Fassade individuell Lösungen anbieten. Bestes Beispiel sind Farben. Wir haben über 20.000 Glasurrezepte, aus denen Sie auswählen können, beziehungsweise machen wir für jede Fassade eigentlich eine eigene Farbentwicklung. Auf der diesjährigen Bau zeigen wir Neuheiten aus drei Bereichen der Fassade. Einerseits die Unterkonstruktion. Wir sind jetzt auch in der Lage, mit unserem wichtigsten System Keratwin vertikale Verlegungen bis zu 1,80 Meter umzusetzen. Ein zweiter Aspekt der Neuheiten sind auch neue Querschnitte. Hier sind wir zwar auch in der Lage, für Projekte ganz neue Querschnitte zu entwickeln, aber in unserem Standardsortiment sind jetzt noch mal zwei neue dazugekommen. Und der dritte Aspekt von Neuheiten sind neue Oberflächen. Wir sind jetzt auch in der Lage, Digitaldruck auf Fassaden anzuwenden. Das heißt, sowohl Optiken wie Stein, wie Holz, alles was denkbar ist, auch auf die Fassade zu bringen. Andererseits zeigen wir jetzt auch metallische Optiken. Das sieht man hier an der Fassade ganz schön.
da haben wir eben auch verschiedene Möglichkeiten, hier einen changierenden Metallic-Effekt auf die Fassade zu bringen.